Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Stranded Deep. Mein Name ist Bolle und mein guter Freund Bob fragte mich zuletzt, ob ich denn nicht in Vergangenheit mal OBS-Probleme hatte. Hier sei es mal verlinkt. Ich bin nicht der Einzige, der OBS-Probleme hatte. Ich sag mal so, ich habe gerade ein OBS-Problem. Das Problem liegt aber weniger bei OBS, mehr bei mir und meinen tollpatschigen Tollpatschfingern. Ey, ich hab vergessen, auf Aufnahme starten zu drücken, Mann. Das ist doch Kacke, ist das doch. Ich hab hier was gebaut, guck mal. Och, Menno. Pass auf, wir müssen aber erstmal trotzdem anders anfangen, weil der Titel verrät's schon. Ich habe eine Frage an. Och, Mann, ich muss alles normal erzählen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar folgende. Ne, ihr habt ja gesehen, es gibt jetzt hier im Stream schon eine Cam und bla 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 und dies und das. Und ich wollte wissen, ob ihr Bock drauf habt, dass wir hier bei Stranded Deep auch eine Cam einführen. Wollt ihr meine Fresse sehen? Das ist die Frage. Schreibt's in die Kommentare. Also ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt ganz lustig ist in der einen oder anderen Situation, aber es verschandelt natürlich auch so ein bisschen hier dieses schöne Inselambiente, ne? Wenn da noch so ein Typ in der Ecke sitzt. Aber das müsst ihr entscheiden. Das ist jetzt eure Chance, auch wenn ihr seit eh und je nur am Lurken seid, ne? Und noch nie in die Kommentare geschrieben habt. Ich sag euch, das ist euer Tag heute. Euer Tag heute, die alte staubige Tastatur unter der Chipspackung hervorzuziehen und mal reinzukloppen. Cam ja oder Cam nein. Das fände ich nice. Ja, macht das doch sehr gerne, weil mir ist egal. Wir können das gerne machen. Wir können es auch lassen. Ich würde mich da ganz nach euch richten. Ey, warum ist denn die Aufnahme nicht auf? Ich habe doch auf Starten gedrückt. Ey, das ärgert mich jetzt echt. Auf jeden Fall, er würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr denn hättet und so mir das mal sagen. Naja, ist ja auch egal. Jetzt ist es, wie es ist und ändern kannst du eh nichts und es war sowieso schon immer so. Ach ja. Ansonsten haben wir halt wir waren hier hinten auf dem Boot. Ich meine, das habt ihr ja tatsächlich schon mal gesehen, dieses Boot. Da waren wir ja schon mal, auch wenn wir gesagt haben, wir reden da nie wieder drüber. Und wir haben diese Elemente geholt, die wir hier für dieses Floß brauchen. Mehr ist jetzt nicht passiert. Die schmeiße ich jetzt auch mal hier rein, weil wir müssen wieder zu dem Floß, weil eventuell, Freunde, eventuell. So, rollt hier keiner weg? Ne, die bleiben alle hier, ne? Keiner weggehüpft? Keiner weggehüpft? Eventuell könnte es sein, dass dort auch Leder zu finden ist. Eventuell. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal zusammen. Ich war ja noch nicht da vor 5 Minuten. Naja, viel habt ihr nicht verpasst. Eine kleine private Story habt ihr verpasst. Aber die kriege ich jetzt nicht mehr so zusammen. Die ist jetzt auf eh und je verschollen. Tja, so ist das. So ist das, meine Freunde. Ich kann es doch nicht ändern. Aber könnte ich schon, indem ich einfach mal die Aufnahme. Hallo, kletter mal hoch hier, Mensch. Indem ich einfach mal gescheit auf die Aufnahmetaste drücke. Habe ich aber nicht gemacht. Guck, die Tür ist schon offen. Hier waren wir drin. Oh, was gibt es hier wohl bloß? Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir hier reingehen. Oh, vielleicht waren hier ja die Motorteile drin und der Labelmaker. Und vielleicht ist hier ja Leder und Tape drin. Oh, da ist ja Leder und Tape drin. Wer denkt denn das? Ah, da geht's nicht auf. Kann man die aufschlagen? Ich weiß nicht. Müssen wir aber eigentlich auch nicht. Ja, die können wir aufmachen. Sehr schön. Dann kommen wir raus. Haben wir noch Platz im Inventar? Ja, ein bisschen. Wir gehen nochmal hier hoch. Weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas übersehen hatten. Ah, hier müssen wir wieder tauchen. Da gehen wir nicht hoch. Wenn ich es echt schade finde. Aber das riskiere ich nicht nochmal. Irgendwie. Ach nee, guck mal, da ist gar kein Locker da oben. Wäre ja auch eigentlich total blöd, wenn da ein Locker wäre. Also so ein Schließfach. Ich dachte, dass da wäre so ein Schließfach. Total bescheuert. Wie komme ich überhaupt auf die Idee, dass da oben so ein Schließfach ist? Keine Ahnung. Ach, ich habe auf die Folgenzeit geguckt, weil ich so dachte, ja, jetzt müsste so die Viertelstunde langsam mal rum sein. Denke, hä? Da steht ja gar nichts. Ach, das ist doch blöd. So, was haben wir denn hier? Ach, hier ist die Cuisine. Ah, noch eine Seile. Und ach, eine Lampe und eine Sperre. Eine Sperre. Ist ja eine schöne Küche. Hier würde ich mir gerne mal einen Schnitzel braten, hier in dieser Fritteuse hier, die eigentlich im Waschbecken mal war. Hier ist der Sicherungskasten. Hier sind noch ein paar Sachen. Hier sind noch ein paar Sachen. Ah, ein paar Sachen sind hier auch noch. Schön. Was haben wir hier noch? Nice. Hier müssen wir nochmal hin, Freunde. Hier müssen wir nochmal hin, aber vielleicht nehmen wir auch mal eine Kiste mit, ne? Vielleicht nehmen wir eine Kiste mit, dann können wir ein bisschen mehr transportieren. Da liegt ja eine Kiste da hinten.
Ach ja. Naja, so. Jetzt ist die Euphorie dahin. Nein, die Euphorie ist nicht dahin. Ich freue mich richtig, dass es jetzt weitergeht, weil ich sagte es ja schon, aber das habt ihr ja nicht gehört. Es ist schon wieder ein paar Tage her. Ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich hier aufgenommen habe. Aber ist auch okay. So. Hier hin zum Seil. Kommt das Seil. Die Lampe kommt zur Lampe. Nö, kommt sie nicht. Halten zum Anmachen. Können wir schon mal anmachen. Dann geht's ja wieder. Dann ist hier wenigstens ein bisschen hell. Der Fischbär. Ja, ganz ehrlich, wir können mal kurz den Fischbär nehmen und ein paar Sardinis machen, weil ich weiß doch, wie es ist. Es wird... Wir werden bald wieder Hunger haben und dann können wir schon mal... Kann man den eigentlich auch mit dem Fischbär? Ach, geht auch. Sehr schön. Crabs hier. So, noch ein paar Fischis. Ah, diese Fischfalle ist auch echt so das Unnötigste, was man sich bauen kann, oder? Oder ist es vielleicht sinnvoll, um diesen Feuerfisch irgendwie zu fangen, wenn man das auf einer bestimmten Höhe macht? Keine Ahnung. So, was wir natürlich noch nicht haben, ist eine Messer. Hallo, einmal wegnehmen. Das auch nochmal schmeißen. Das können wir auch nur mit dem scharfen Messer machen, ne? Wir haben ein Leder. Aber das Leder würde ich eigentlich ganz gern für... Ja, für was brauchen wir es denn? Wir brauchen Steine. Eigentlich brauchen wir das Leder für eine Spitzhacke. Dann können wir hier Lehm und Stein noch mitnehmen. Vielleicht finden wir ja noch eins. Wir lassen es erstmal hier. Gibt es erstmal noch kein Messer, aber wenn wir kein Messer haben, können wir die Dinger nicht häuten, oder? Oder geht es damit? Nee, wir brauchen dieses scharfe Messer. Aber brauchen wir Leder für ein scharfes Messer? Moment. Brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchen nur ein Stiggy. Ein Stiggy haben wir. Und ein Seili. Dann können wir das doch direkt machen. Zack. Ja, seht ihr, ist doch easy. So, dann häuten wir die Dinger mal. Dann können wir direkt was braten, während wir hier basteln. Weil wir haben ja jetzt hier noch keinen Räucherofen. Habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht vor, hier zu bauen. Ganz ehrlich, Räucherofen wäre doch ein bisschen OP jetzt hier, oder? Ach ja, meine Freunde. Ich habe neulich erst so gedacht, wann denn wohl Stranded Deep zu Ende sein wird. Ewig kann es ja nicht mehr dauern, habe ich gedacht. Irgendwann muss ich ja mal das Spiel zu einem Ende führen. Aber ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, kann das doch noch ganz schön lange dauern. Na gut, wir haben jetzt hier diese Schwimmers. Und davon bauen wir mit weiteren Seilen, die wir erstmal bauen. Eine Bandage, ganz ehrlich, baue ich jetzt auch mal. Werden wir eh brauchen, früher oder später. So, jetzt nehmen wir den Hammer in die Hand. Und bauen noch so ein Ding. Sorry, ich habe gerade dagegen gepustet, weil gerade ein Fliegevieh im Begriff war, dort zu landen, wo ich reinspreche. Ja, das geht gar nicht. So, haben wir hier nochmal 5? Ne, wir haben nur noch 3. Okay, das reicht also nicht für einen weiteren Schwimmer. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal hier in die Kiste. Ach komm, ey. Weg. Hä? Weg. Weg, 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 weg. Weg. Das können wir nochmal behalten zur Sicherheit. Was haben wir denn hier gerade in der Hand? Ach so. Weg, weg. Weg, weg. Das ist übrigens dieses Ordnung halten, von dem alle immer sprechen. Das nehmen wir jetzt mit. Dann können wir nämlich ganz entspannt schön wird looten, meine Freunde. Ist das hier schon gekocht? Ne, noch nicht. Was sagt denn unsere Uhr? Na, wir können nochmal was trinken. Ein bisschen was essen können wir auch. Komm, in der Zwischenzeit nehmen wir noch einmal kurz... Haben wir noch keine Axt, ne? Gib mir mal das Messer. Gib mir mal das Messer. Dann hacken wir hier einmal noch so ein Ding ab. Oh, guck mal, Essen ist fertig. Happen, pappen. Nice, das können wir snacken. Dann können wir das andere noch dranhängen. So. Dann, give me the Messer, please. So, zack, zack, zack. Guck mal, hier versteckt sich noch so ein Ding. Aber jetzt haben wir nur 4. Immer noch nicht 5, ne? 4. Einen brauchen wir noch. Versteckt sich hier noch irgendwo ein? Ach, guck mal. Nice. Ist ja doch vorhin ein bisschen weggehüpft, ne? Ja gut, dann machen wir das noch. Jetzt nehmen wir erstmal diese Palmo Fonto und machen sie hier unten rein. Wunderbar. Das daneben. Dann noch ein... dann brauchen wir das noch. Eine Schnur und den verfeinerten Hammer. Und damit können wir jetzt das Ding bauen. Cool. Wie groß müssen wir das Floß denn bauen? Ein bisschen groß muss es schon sein, sonst kippt es um.
So, hier dann noch einen hin. Und dann vielleicht nochmal drei. Das dürfte dann vielleicht reichen. Darf auch nicht zu groß sein. Ein bisschen wendig kann es ruhig bleiben. Dass wir dann auch unseren Giro-Shopter fahren können. So, was sagt jetzt die Uhr? 16 Uhr. Wasser brauchen wir ein bisschen. Wir sollten vielleicht jetzt nochmal schnell dahin, bevor es dunkel wird. Dass wir zumindest schon mal den Kladderadatsch oben rausholen. Brauchen wir nicht hier. Oh, wir müssen unbedingt aufräumen. Aber wir haben jetzt schon einiges. Vielleicht finden wir noch ein Leder. Das wäre nice. Wobei eigentlich brauchen wir es nicht. Eigentlich können wir gleich mit dem Leder, was wir haben, die Spitzhacke bauen. Dann können wir Steine abbauen. Aber eigentlich brauchen wir auch keine weiteren Steine mehr, oder? Das war ja nur der Anker, der Steine brauchte. Dieser Anker wird kein leichter sein. Dieser Anker wird steinig und schwer. Ach, hier waren wir ja schon. Also hier waren wir sowieso schon. Sprinten. Oh nee, da unten will ich noch nicht hin. Da könnten wir eigentlich auch. Hä? Hä? Hä, wo? Ach doch, wir sind doch hier runtergegangen, ne? Wir sind hier eine Etage tief. Hier sind wir dann gegangen. Doch, hier waren wir doch. Okay, wo ist der? Hier liegt eine Kiste, haben wir die übersehen? Ach, cool. Gut, dann nehmen wir noch eine Kiste mit. Jetzt können wir aber hier... Zack, zack, zack. Das kann man alles gebrauchen. Ach, komm, ey. Zack, zack. So. Jetzt packen wir hier nochmal was rein. Dann ist die voll. Und dann packen wir hier nochmal was rein. Zack. Zack, zack. Ist die auch voll? Schön, dann waren wir jetzt hier. Eigentlich können wir jetzt hier auch weiter looten, ne? Ich meine, wir haben die Taschenlampe. Ah, ich habe nicht gespeichert. Das haben wir schon gelootet. Ich habe nicht gespeichert, das ist ein bisschen blöd. Eigentlich sollten wir jetzt nicht weitermachen, bevor wir nicht gespeichert haben, weil man kann schon schnell sterben, ne? Aber wir machen kurz weiter. Ja, komm, ach, jetzt sind wir schon wieder voll. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Diese Metallhämmer, ne? Hammers. Die sind auch echt so gut. So gut. Also hier unten vorne müssen wir noch rein. Können wir erstmal wieder zurück, den ganzen Kladderadatsch zurückbringen und speichern. Ach ja. Ja. Das ist doch schön. Wir kriegen so langsam wieder alles zusammen, was wir brauchen. Das freut mir. So, dann einmal schnell zurück zum Feuer. Da erwartet dann auch ein knuspriger Fisch auf uns. Schönes Fischbrötchen, das ziehen wir uns hier am Inselsnack. Oh, ich hätte jetzt auch gern Fischbrötchen. Hab zwar noch nicht gefrühstückt, aber so ein Fischbrötchen, das würde ich jetzt nehmen. So, komm, schmeiß mal hier hin die Kiste. Alles andere auch hier. Das wird Spaß machen, das alles zu ordnen, meine Freunde. Das wird richtig Spaß machen. So, dann erstmal das Ding hier nehmen. Ausmachen. Schlafen gehen. Schlafen. Gute Nacht, meine Freunde. Eieieiei. Aufwachen. Gucke immer, wenn ich schlafe, gucke hier in die Ecke, wo eigentlich mein Kaffee steht. Ich habe aber keinen Kaffee hier. Wie schon erwähnt. Das ist belastend. Ach ja, so. Die Sonne kommt auf. Das ist schön. Dann können wir hier nochmal den Kram nehmen. Ah, es hat ausnahmsweise mal gereicht. So, zack. Na, dann alles mal weg hier. Weg, 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 weg. Das können wir essen. Haben wir denn? Was sagt denn die Uhr? Ah, komm. Hau weg das Schnitzel. Hau weg das Schnitzel. Können wir hier auch nochmal die zwei Schlücke trinken. So, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Dann, ja, können wir eigentlich zurück. Das Messer können wir eigentlich auch hier lassen, ne? Hier finden wir es vielleicht ein bisschen schneller wieder. Ich brauche mal gar nichts. Komm, wir nehmen nochmal die Lampe. Laufen nochmal zurück zu unserem Gerät hier. Und dann haben wir nämlich auch alles. Dann können wir unser Floß mit einem Anker bestücken. Anker haben wir schon mit einem Segel bestücken. Und dann noch ein Dingenskirchens dran. Vielleicht können wir sogar einen Motor dran bauen. Weißt jetzt die Frage, ist es wirklich so viel schneller mit Motor?
Ich weiß es nicht. So, ich weiß nur, dass hier viele sagen, sie sind keine Motorfans. Ich auch nicht so unbedingt, glaube ich. Zumindest der Gyrocopter ist bisher nicht so das, wo ich viel Freude mit hatte. Zumindest nicht in letzter Zeit. Warte mal, haben wir gerade... Wir haben die Kisten vergessen. Och, wie nervig. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ja, wir müssen wieder zurück. Sauerstoff gab es leider auch nicht hier. Warte mal, wir gehen vorher nochmal hier vorne gucken, weil... Manchmal... liegt ja hier noch eine Kiste. Dann haben wir nämlich gleich drei. Ist hier noch eine Kiste? Was haben wir hier? Oh, cool, Motorteil. Keine Kiste mehr. Schon ganz schön groß, so ein Kudder, ne? Ganz schön groß. Ach ja, dann schwimmen wir jetzt zurück. Wie sieht es eigentlich haitechnisch aus? Hier haben wir hier schon Haie gekillt oder gibt es hier noch welche? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich schwimme hier mal so durch in der Hoffnung, dass mich hier die Haie in Ruhe lassen. So, zack. Vorne dann runter. Gibt ja noch ein paar andere Wracks, aber erstmal müssen wir diesen großen Kutter hier looten. Loot, loot, loot. Tut jedem gut, gut, gut. Da ist eine Möhre. Eine Möhre. Eine Seegurke oder so. Ein Seegurk. Ach ja. Komm, ab zurück. Weiter, weiter, weiter. Unsere Ausdauer ist auch noch voll da. Ich dachte, sie wäre weg. So, dann ballern wir jetzt mal den Kladderadatsch hier ab. Motorteile weg. Das weg. Wetter weg. Tape. Hierhin, dann gucken wir mal, was in der Kiste Feines war. Ah, noch eine Lampe, sehr cool. Und die packen wir hier vorne hin, dann haben wir hier auch ein bisschen Licht. Das ist echt cool, dann können wir unser Floß gleich beleuchten, gleich sogar mit zwei Lampen, das ist richtig, richtig gut. Und das ist auch richtig gut, dass wir hier Blecher und sowas haben. So. Ja, 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 ja. Ja, meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge werden Sie sehen können, wie wir zusammen wieder abtauchen und eventuell sterben. Deswegen werden wir vorher speichern, weil ich habe Erfahrung gemacht mit mangelndem Sauerstoff in diese Tanke, das nicht gut ist für Charakter hier in dieses Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Bolle, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.